Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Die Nacht ist gut bestanden, also hier im Spiel, und wir machen jetzt weiter mit Stroh und werden aber erst zum Händler fahren und mir einen zweiten Anhänger kaufen und hier mal eine Kupplung ran. Boah, das dauert ja so lange. Nach kurzem Schauen ist noch nichts weiter reif geworden. Also wir müssen ein bisschen warten, ne? Aktuell muss er hier viel berechnen, wie es aussieht, aber wahrscheinlich doch im Wachstum durchgeht. Er hängt ein bisschen. Guckt gegen Verkehr. Hängt er ein bisschen fest. Also ich wollte gucken, wie die Tiere. Das wollte ich gucken. Alt S. So, gucken wir mal. Wasser. Wasser müssen wir auffüllen mit Station. Ja, müssen wir beigehen. Ganz wichtig. Und putzen müssen wir. Halt wie festgefahren. Aber den fahren wir mal kurz beiseite. Und dann schnappen wir uns den anderen Traktor mit Strohpresse und holen uns einen Anhänger. Den schwarzen, glaube ich. Und dann werden wir entsprechend. Aber jetzt fährt er keine große Runde mehr. Das geht. Machen wir so, ne? Denn die brauchen nämlich Stroh. Guck gerade kaputt. Ballenpresse 4,7. Geht, aber sieht böse aus, ne? So haben wir jetzt aktuell. Ne, also hat sich, glaube ich, jetzt beruhigt. Wachstum geht wohl durch. Gucken mal gleich kurz. Wachstum. Oh, ist reif. Haben wir was zur Mission machen? Ne. Düngenfeld 18, Düngenfeld 14, Düngen 58, Düngen, Ballenpressen. Das ist erntereif. Das heißt, wir werden uns mal um die Felder kümmern. Stroh können wir nebenbei machen, ne? Das heißt, Feld 28 brauchen wir dringend. Tiere. Erstmal Tiere versorgen. Es war trocken, wir können sofort loslegen, aber die Tiere haben wirklich, da ist die Reserve nicht mehr groß. Deswegen werden wir da zuerst Tiere machen. Ganz wichtig, dass wir die ersten Tiere versorgen, nicht dass da später Probleme gibt. Das ist äußerst ärgerlich. Die Ballenpresse stellen wir erstmal ab, weil das muss aufwarten. Braucht den kleinen Anhänger. Wo haben wir so einen? Der rote passt nicht durch, glaube ich. Und der schwarze. Wo ist der? Ah, unterwegs. Den holen wir gleich. Dann brauchen wir keinen Traktor haben. Dann haben wir alles da. Aber der ist, glaube ich, mit hoch, der rote. Für einen Stall jedenfalls. Den einen. Putzen können wir zum Schluss. Kann mal schauen. Also wir haben ja hier garantiert noch ein paar Hänger zu stehen. Das ist dieser Traktor. Drescher. Das ist auch ein Drescher. Ballenpresse. Gut, das ist nicht so wichtig. Der ist zu hoch. Wo ist der andere? Ja, genau, den wollte ich haben. Jetzt fahren wir zurück zum Hof. Mit Futter rein und dann los geht's, ne? Und dann gehen wir dann auch in das Wasser. Wasser ist nicht ganz so tragisch. Aber mit Futter ist das erste, was wir machen müssen.
ganz wichtig. Da müsste ich mir auch mal so einfallen lassen, aber mit Audrive kann man ja im Prinzip das auch füttern normalerweise. Mit einem kleinen Traktor und kleinen Anhänger, der kann den ganzen Tag fahren, ne? Also rein theoretisch ist das möglich, ne? Dann ist der Mais auch reif. Hm. Sieht reif aus, aber reif ist die andere Frage. Ist ja mächtig gewachsen. Haben wir zu tun. Bisschen. Aber erstmal Tiere. Mensch, da können wir ja beim Livestream heute. Ja, heute. Richtig Gas geben. Ist er da schon reif? Unser Mais? Ne, Mais noch nicht reif. Aber wie gesagt, 29 können wir machen. Und die 10, wenn das Geld reicht. Und normalerweise ja. Fangen wir mit der 29 an. Und dann mit der 10. Und dann können wir mit dem verdienten Geld ja die 10 kaufen. Und leisten. Also heute. Also heute Abend. 18 Uhr. Wie gewohnt. Noch 18 Uhr, wie gesagt, noch. Ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder arbeite und Spätschicht habe. Dann werde ich allgemein auf 20 Uhr verlegen. Also 20 Uhr, halb 7. Ja, 20 Uhr ist ein guter Zeitpunkt. Wäre sonst etwas zu hektisch, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn das nicht klappt, dann brauche ich ein bisschen länger. Und dann ist es günstig, wenn das entsprechend ein bisschen Puffer habe, ne? Ein bisschen Luft nach hinten. Aber wenn es einmal eingestellt ist, so wie jetzt, dann läuft es ja auch, ne? So, heute die Anfangsschwierigkeiten waren auch nicht eng geplant, aber bei Aufnahmen ist es nicht ganz so tragisch. Aber wie gesagt, ist ja so. Das soll ja alles ein bisschen gemütlich gehen, ne? Man soll ja keinen Stress machen. Bisher, toi toi toi, keine Abstürze gehabt. Wo wir ja zwei Folgen gemacht haben, ne? Ist ein bisschen, ich hoffe ja beim Livestream, dass es klappt, ne? Anführungszeichen, hoffe ich jedenfalls. Dass wir da keine Probleme kriegen. So. Mischration. Wie gesagt, wir hätten ja das so einstellen, dass ich hier nichts mehr herstellen werde, sondern alles auf der Marsch machen werde. Und dann werde ich entsprechend für den Fall des Falles hierher verkaufen. Ja, verkaufen. Und später näher, wenn es hier wieder die Karte wieder aktuell ist, dann werde ich hier auch entsprechend wieder herstellen. Obwohl es ja theoretisch nicht möglich, nicht notwendig ist. Wir können ja alles für Marsch herstellen, mit der Produktion da. Und da kann ich immer Überschuss verkaufen zur Not, ne? Oh, gibt was zum Mampfen hier. Wahnsinn, was hier ein Mist liegt. Muss ich gleich mal aufsammeln. Also ich komme durch. Jetzt sammeln wir es auf. Also mit dem Tag, wo ich den Mist aktiviert habe bei den anderen beiden Stellen. Wo ist das wieder hin? Ach so, bei der WGH. Seitdem ist das macht der Mist der Stall, ne? Also Silage halt, ne? Aber dann hätte ich auch Mist verzichten können, so viel Mist machen die ja gar nicht. Unsere kleinen Kälber. Das kriegen wir noch rein. Die Ballen, naja gut. Ah, soll's. Und war ja voll. Doch mehr Arbeit als wir schaffen können, ne? Ja, da können wir auf 1 machen wieder.
Bei uns war noch nichts. Beziehungsweise, das kommt eher schlecht Wetter. Also dann haben wir echt ein Problem. Ne? Muss ja nicht sein. Ich möchte ja den Weizen noch gerne, den Gerste noch gerne ernten. Ne? So. Das nehmen wir auf. So, die haben immer Futter. Dann putzen wir da vorne auch gleich im anderen Stall. Weil sonst haben wir nachher Rennereien. Ne? So. Hauptsache der andere kommt nicht entgegen mit Heu. Kommt ja schon. Aber zum Glück. Wenn er durch die Heu tappt und durch. So können wir den ein bisschen umgehen, ne? Muss auch noch Heu aufnehmen, das ist wichtig. Ja, hier rein, da liegt auch ein bisschen Mist. Bevor unsere Tiere krank werden. Wollen wir ja nicht, ne? Tag Mu. Wahnsinn. Mach ich mir jetzt fest? Tür. Komm, geht ein bisschen was ab hier. So, da haben wir ein bisschen was hier. Und wenn nur krank nachher am Ende. Das wollen wir ja nicht. So, fahren wir einfach zurück in die Garage. Dann können wir die nächste Fuhre Mischfutter fahren. Zwei, drei brauchen wir bestimmt noch. Aber erstmal fahren wir zurück. So, da sind wir. Da kürzen wir ab durch die Heutrockner. Da muss ich noch irgendwie einen kürzeren Weg bauen für Autodrive. Muss ich aber erst in der nächsten Version machen, ne? Das ist ja, also nächste Karte. Das ist ja ziemlich weit fahren. Ist ja so auch nicht gedacht gewesen. Also normalerweise so weiter füttern. Komm besser. Ah, gleich mal aufdrehen hier. Das brauchen wir eine ganze Weile. Ja, bald. Ja, komm gut durch. Auskippen. Man geht gleich wieder auffüllen, ne? Wahnsinn. Schaffen wir nicht mehr alles. Ah ja, eine Fuhre schaffen wir noch. Vielleicht zwei. So, dass wir bei der, gleich mit der Ernte anfangen können, ne? Im Livestream. Das macht sich ganz gut. Zwei Fahrzeuge im Verband. Und dann geht er los. Oder auch drei, mal sehen. Drei ist aber heftig fürs Feld. Man muss mal gucken, wie groß es ist. Ne? Bei der Größe, denke ich mal, sind zwei Fahrzeuge optimal. Ne? Und ich muss da, glaube ich, noch Feld anschließen mit Feld Nummer 29. Aber das können wir machen, wenn es soweit ist.
Das nennt man ja alles mit in der Folge. Unsere, können wir noch Milch noch entsprechend noch reinfahren. Das muss ja auch noch mal gemacht werden zum globalen Markt. Ne? Also, aber wie gesagt, das hier ist nicht ganz so viel. Obwohl heute Nacht, glaube ich, bis nicht gekommen ist. Kann ich gleich mal schauen. In der Zeit können wir gleich die anderen Kühe Wasser geben, ne? Sportlich wie ich bin, geht's über den Zaun rüber, ne? Ah, hier schon. Großen Durst angesagt. Ja, normalerweise kriegen die Kühe jeden Tag ihr Futter und Wasser. Zweimal. Futter geht, Wasser geht normalerweise automatisch. Da muss nur Kontrolle da sein, dass das funktioniert, ne? Wenn Kühe die Milch geben, brauchen viel Wasser. Kühe allgemein. Und wieder alle. Wahnsinn. Noch eine Fuhre. Der Mist sammelt sich auch schon wieder an, ne? Da müssen wir auch mal eines Tages beigehen und mal wieder fahren. Für die BGH. Dann können wir mal gucken. Weiterfahren. Und zwar, die haben jetzt fast genug. Da ist nichts mehr drin. Wahnsinn. Das wollte ich gucken. Wegen Wetter. Also heute ist noch schön und morgen auch. Und dann kommt Regen. Bis dahin müssen wir die Felder erledigt haben. Wir könnten ja mit 10 in ein Fahrzeug arbeiten und 29 mit 2. Muss ich mal schauen. So. Grob gerechnet, ne? Ich muss nur sehen, dass ich einen Kurs eingefahren bekomme. So. Für die 10. Anschließend Feld 10. Irgendwie. So, gleich noch zu den anderen beiden Stellen hin. Und hoffen wir, das reicht. Das reicht nicht. Da vermutlich nachfüllen beim Mischfutter. Denn die brauchen nicht allzu viel. Aber ich möchte nicht normal fahren müssen. Dann haben wir es auch heute fast geschafft. Die kriegen noch Futter. Strom machen wir dann mal andermal. Das schaffen wir heute nicht mehr. Aber halt kurz vorm Livestream anfangen mit Stroh. Das war nicht anders, ne? Kann ja nicht die Tiere ohne Stroh lassen. Das geht nicht. Hält man so, ne? Ja. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja. Heute Abend, wenn meine Rechnung passt, jetzt hier weiter in Thüringen. Mit der Ernte Feld Nr. 29. Da fangen wir an. Und wenn das läuft, gehen wir auf Feld Nr. 10. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt. Ich möchte gerne da sein, ne? Ich werde da sein. Ne? Heute Abend um 18 Uhr, so kurz davor. Tschüss.